Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und wir kämpfen heute gegen ein paar Kimono Girls. Eure Stärke ist wirklich beeindruckend. Danke. Bitte, hör auf, das beschämt mich. Ihr habt mich im Steineichenwald sicher an mein Ziel geführt. Das war mein Pokémon, ich wollte dir nicht helfen. Ich bin Umiko. Ach du Scheiße. Das Kimono-Girl, das sich einfach überall verläuft. Und auch einen verdammt komischen Namen hat. Was passiert, wenn wir den Namen andersrum lesen? Okemu. Okay, kommt auch nichts Besseres bei raus, oder? Moiko. Kume. Oh. Ich versuchte irgendwas gerade rauszubilden, aber es geht nicht. Ich hatte das Vergnügen, mit eigenen Augen zu beobachten, wie ihr im Fleckmon-Brunnen Team Rocket vertrieben und dem armen Kurt in seiner Not beigestanden habt. Und nun lasst uns kämpfen. Was für ein Pokémon hast du? Psyana. Scheiße. Spontan würde mir Leon Saya einfallen, aber ich glaube, der kippt um, sobald er irgendwie den Typen sieht. Ich wollte nach oben drücken. Ich wollte auch nur nach oben drücken. Ich könnte Abgesang einsetzen, aber ich glaube, das spare ich mir für später auf. Psyana. Psyana. Ich habe einen Psystrahl dagegen. Ist Käfer oder Pflanze... Warte. Ich muss gucken. Pokémon Schwäche. Ich würde ungern, dass hier jemand stirbt, aber eventuell wird jemand sterben. Ich dachte nicht, dass wir pausenlos hier kämpfen müssen. Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, wir können zwischendurch das Pokémon Center besuchen. Also, wir haben ein Käfer-Pokémon. Das ist... Nee, ich muss einfach aufs Psycho gucken, ne? Psycho. Gut, normaler Effekt gegen Käfer. Normaler Effekt gegen Pflanze. Dennoch werde ich es jetzt verwirren. Einfach nur... Das könnte wehtun, ey. Das könnte echt wehtun. Ich glaube, das Psyana wird echt schwer. Wir verwirren es erstmal, dann wechseln wir auf jeden Fall zu unserem... Leon Saya. Psycho hat die Schwäche Käfer und Geist? Nicht mehr verwirrt. Danke! Wow! Naja, zumindest hat der Tausch funktioniert. Komm schon, komm schon. Okay, das war viel. Aber wir haben jetzt ein ganz kleines Problem. Das werden unsere Pokémon nicht durchstehen. Es werden sie nicht durchstehen, Leute. Es tut mir leid. Ich kann es versuchen, aber es wird schwer. Vor allem kann ich mein Start-Pokémon nicht wechseln. Es wird jedes Mal Lapras kommen. Und es gibt einfach kein Psyana als Pflanzentyp, oder? Doch, gibt es. Aber ich glaube nicht in dieser Edition. Ich bin schneller. Ich bin verdammtes legendäres Pokémon. Ach Gott, T800, bitte stirb nicht. Shit. Oh shit, T800, du bist weg. One-hitted. Scheiße. Okay, wir werden heute sehr viele Pokémon verlieren. Aber dafür, dass er gestorben ist, konnten wir Psyana umbringen, ohne dass Elon stirbt. Ah, T800, nein. Bullshit. Übrigens, meine Kopfhörer sind gerade rausgerastet. Okay, okay. Ich bleibe einfach cool, denn wir haben noch... Wie viele? Wir haben jetzt zwei hinter uns. Ja, drei haben wir noch. Ach du Scheiße. Ihr habt Team Rocket vertrieben. Das war sehr gute Arbeit. Aber ihr seid euch hoffentlich bewusst, welch ein vortrefflicher Gegner ich bin. Ihr solltet niemals die Waffen einer Frau unterschätzen. Sollte ich hier wirklich nicht. Ich bin... die Waffen einer Frau. Sorry.
Du musst damit erstmal gerade klarkommen. Was haben die Waffen meiner Frau bitte sehr im Pokémon zu tun? Egal. Ich bin Satsuki. Ach du Scheiße. Von den Kimono Girls. Und nun lasst uns kämpfen. Also wenn sie jetzt nicht halbnackt da drauf ist, dann weiß ich auch nicht, was sie mit... Ja, nö. Wo ist das Waffen meiner Frau? Ich sehe da gar nichts. Flamara. Endlich mal was Gutes. Aber Sonja ist ziemlich am Arsch, ne? Ach, Quatsch. Ich hasse dich, Alter. Bitte leide. Warum? Okay. Mal gucken, wie viele Pokémon von uns überleben werden, falls jemand überleben wird. Irrlicht ist echt bitter. Irrlicht ist richtig bitter. Sonja, du bist tot. Alter, nein! Sonja! Nein, mein Abgangsbund! Okay, Marcel, du bist schon allein. Wir haben nicht mehr viele Pokémon. Wir haben nur noch 4 Pokémon, um das Ganze hier zu überstehen. Komm, schlag dich selber, bitte. Danke, danke, einfach danke. Kacke. Shit. Wir müssen Nidoking auf jeden Fall noch behalten. Fürs Blitzer. Blitzer wird gleich kommen, glaube ich. Oh, ihr wisst wirklich, was ihr tut. Sag das mal meinen Abonnenten, die tot sind. Ihr habt euch gut geschlagen. Damals auf dem Eis wart ihr so nett, mich mit einem Schubser zu retten. Die hatten Eis-Pokémon. Ich war verloren, wie festgefroren. Ich bin Sakura von den Kimono Girls. Auch außerhalb der Drachenhöhle konnte man deutlich vernehmen, wie gekonnt ihr auf die Frage des Meisters geantwortet habt. Und nun lassen wir uns unsere Pokémon gegeneinander kämpfen. Bum, 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 ich bin so tot. Es ist bestimmt... Aber es ist Blitzer. Es ist einfach Blitzer, cool. Das Pokémon, was uns wahrscheinlich am wenigsten Schaden macht, es sei denn, es kann Risikodeckel oder so ein Kram. Was es definitiv kann. Also... Ich denke nicht, dass es einfach nur beim Blitzattacken bleibt. Rückzug-Keep, irgendwas. Doppelteam. Doppelteam, ja. Dann doppelteam dich mal. Währenddessen ich Feuersturm mache. Ich kann doch so schon so schlecht treffen. Tu mir das nicht an, Blitzer. Ich glaube, sie kann einfach nichts anderes machen gegen mein Nidoking, sodass sie die ganze Zeit den Scheiß einsetzt. Ja. Sie kann nichts anderes gegen Nidoking machen als Doppelteam. Aber ich habe dich getroffen, Biatch. Kannst du dich einfach brennen? Tu mir den Gefallen und brenn einfach. Das hat doch keinen Sinn. Okay, danach haben wir noch ein Kimono Girl vor uns. Wir können überleben. Wenn wir dieses eine Kimono Girl noch fertig machen, überleben wir. Hatten wir schon Aquana? Scheiße, wir hatten kein Aquana, ne? Wir hatten Psyana, wir hatten Nachara. Ja, stimmt. Die anderen Evolution gibt es noch gar nicht hier, ne? Also theoretisch. Geben würde sie schon. Das ist klar. Aber, die Kimono Girls haben ja nur von Soul Silver die Pokémon. Zuflucht. Was war Zuflucht nochmal? Ja, jetzt komm. Irgendwann muss doch mal, irgendwas muss doch treffen. Ich glaube, Zuflucht war erst eine Attacke, die man einsetzen konnte, wenn man keine Attacken mehr hat. Ja. Yeah. Okay. Okay, unsere Opfer sind noch minimal. Alles wird gut. Wir betrieblich. Fast hätte ich, keine Ahnung, geheult.
Das letzte Kimono Girl. Ich bin die letzte von uns Fünfen. Als wir uns in der Passage von Dukatia City trafen, wirktet ihr äußerlich zuversichtlich auf mich. Ich bin das Kimono Girl Komomo. Ach du Scheiße. Du tust mir wirklich leid. Auch unter der Erde hält mich nichts vom Tanzen ab. Wie durch ein Wunder konntet ihr Team Rockets üble Pläne mit dem Radioturm durchkreuzen. Das war wahrlich beeindruckend und nun möchte ich eure Stärke noch einmal selbst im Kampf erleben. Es ist ein Aquana. Wir haben ein Käfer-Pflanzen-Pokémon auf unserer Seite. Das Problem wird sein, dass Leon Zeya so gut wie tot ist. Ich muss kurz überprüfen. Wir haben ein Marcel mit Full Life, der Stärke beherrscht. Ich würde aber glatt behaupten, Leon Zeya überlebt eine Attacke. Ich weiß, dass es ziemlich YOLO ist, aber er macht es. Er ist tot. Das ist doch ein Aquana, wieso hat sie Eisattacken? Verdammte Scheiße. Okay. Marcel, ich weiß, es ist unfair, aber du musst sterben. Höchstwahrscheinlich. Damit meine anderen zwei Pokémon gewinnen können. Ich habe meinem Nidoking nicht umsonst drei Attacken beigebracht. Du musst das hier reißen, Madame. Mach doch wenigstens einen Volltreffer. Ich hätte zuerst Schutzschild einsetzen sollen, nur um zu gucken, was sie einsetzen würde, ne? Naja, gut. Moment! Hatte unser Leon Zeya nicht eine Fähigkeit, die uns gesagt hätte, dass wir tot sind, wenn er eine Eisattacke macht? Da kam doch nichts, oder? Bin ich jetzt blind? Ja, Marcel, ich muss dich sterben lassen. Es tut mir leid. Ich weiß, dein Einsatz hier in diesem Let's Play war nicht wirklich hoch. Eigentlich hast du immer nur unten links in der Ecke gechillt. Ja. Und wisst ihr was? Der Elon ist auch tot. Es wird Zeit, deinem Schöpfer zu begegnen. Ich glaube, Schallwelle ist mein stärkstes, was ich habe gegen ihn, ne? Der Elon ist... Hat mir echt Spaß gemacht mit dir. Aber... Wenn du jetzt den nächsten nicht überlebst, dann bist du tot. Ja. Scheiße. Nein. Okay, Niklas. Deine Chance. Deine Chance, den ganzen Scheiß hier zu reißen. Mit Donner. Naja, wenigstens Niklas Jo hat's überlebt. Okay, ein Pokémon hat's geschafft zu überleben. Und wir suchen uns einfach ein ganz neues Team. Scheiße. Naja, was soll ich sagen? Ich muss jetzt mal meine Nerven kurz beruhigen. Ja. Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Ihr seid wahrlich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gabe. Zero erhält... Was? Gischt? Gischtglocke? Gischtglocke? Hört mir alle zu. Der Umriss eines riesigen Pokémon wurde bei den Strudelinseln gesichtet. Das wird doch nicht etwa... Logia. Nun denn, Zero, wir eilen schon mal vor euch zu den Strudelinseln. Halt's Maul, Annette, ich bin genervt. Mein Pokémon-Team ist tot. Mein Flug-Pokémon. Mein Surfer-Pokémon. Mein Stärke-Pokémon. Mein Zerschneider-Pokémon. Alles weg. Leck mich. Ich brauche ein neues Fliegen-Pokémon. Wenn wir kein anderes Surfer-Pokémon bekommen, müssen wir Niklas einsetzen. Ne? Na gut.
Ich kann doch schon mal Richtung Pokémon-Liga aufbrechen, nicht wahr? Um da Pokémon zu fangen. Hallo. Was, die Kimono Girls wohl von dir wollen? Das hört sich komisch an. Ich habe sie getötet, komm. Lass mich rüber da! Nein, bitte! Ich glaube, du musst in eine andere Richtung. Nein, muss ich nicht! Ich muss ich nicht! Ich will Pokémon fangen. Ja, gut. Ja, ist ja gut. Das sieht so traurig aus. Mein Pokémon-Team sieht so traurig aus. Es ist einfach tot. Ich öffne die Liste, ne? Ich öffne mal die Liste. Komm. OneDrive. Das ist echt nicht nett. So. 35. Warte, ich gehe mal auf Pokémon. Der erste, der gestorben ist, war T800, ne? T800. Ich weiß schon, viele von euch werden sich jetzt freuen, dass mein halbes Pokémon-Team tot ist. Ich weiß es doch. Danach ist Sonja gestorben. Sonja, es tut mir leid. Du warst ein gutes Pokémon, eine gute Partnerin. Ich werde dich vermissen, aber es ist Schluss. Es ist Schluss zwischen uns beiden. Es ist nicht wegen dir, es ist wegen mir, weil ich dich töten lassen habe. So, 27. Leon Sayer. Marcel. Ich hätte zuerst Nidoking einsetzen sollen, aber ich hab Angst gehabt, dass Nidoking stirbt. Nidoking hätte mit einem Donner bestimmt mehr erreichen können als The Elon mit seiner Attacke. Aber höchstwahrscheinlich hätte jetzt The Elon überlebt und statt Niklas. Also egal, was wir gemacht hätten, vielleicht hätten wir einfach nur ein Pokémon behalten können. Wir haben gegen 5 Kimono Girls gekämpft und alle 5 haben ein Opfer gebracht. Naja. Gute Statistik, würde ich sagen, ne? Das ist traurig, ich will es hier nicht reinschreiben. Ich werde dich vermissen, Bro. Du warst mir ein gutes Pokémon. Warte, jetzt muss ich hier irgendwie mal zurechtfinden. Zack. Die Liste ist einfach zu groß. Okay. Dann fangen wir uns mal 5 neue Pokémon. Wir gehen ins Pokémon-Center, legen erstmal unsere Pokémon ab. Tschüss Sonja, tschüss T800, tschüss Leon Sayer, ich weiß, du warst nicht lange dabei, tschüss Marcel und tschüss The Elon. Nur Nidoking bleibt uns erhalten. So traurig. Speichern wir erstmal ab, ne? So, Zeit, neue Pokémon zu fangen. Ich bin gespannt, wer unserem Team diesmal beitritt. Aber zuerst gehen wir auf den Namen. Der erste neue Kamerad hier bei uns wird sein der Silord. Silord, herzlichen Glückwunsch an dich. Wir gucken, welches Pokémon du wirst. Ein Simsala. Das ist schon mal nicht schlecht. Freut mich. Freut mich. Also wirklich. Zusammen mit Niklas. Der läuft. So, was setzen wir bei dir denn ein? Ich glaube, dein Primärball ist schon richtig bei ihm. Ich glaube, Primärball ist schon richtig. Das ist nämlich richtig Premiere, einen Simsala zu haben in seinem Team. Der kann übelst alles wegzicken, Freunde. Bin begeistert. Ein Psycho-Pokémon. So kann es weitergehen. So.
4 bleiben noch aus. So, was haben wir denn hier? Psi, seine Gehirnzellen vervielfachen sich sein ganzes Leben lang, daher kann es sich immer an alles erinnern. Außer an seinen Namen, den wir ihm jetzt geben. So, das war kein Z. Tess Lord. So, Silord. War richtig geschrieben, ne? Ja, logisch. Okay, Silord wird aus der Liste entfernt. Und der nächste wird sein der Bobmaker. Mr. Bobmaker, herzlich willkommen schon mal im Team. Wir gucken, was du jetzt wirst. Hoffentlich was Gutes. Ja, hoffentlich was richtig Gutes, Alter. Es muss richtig zecken, muss das. Ja, Absol. Das zeckt. Sehr schön. Da freue ich mich. Sehr gute Wahl, Mr. Bobmaker. Sehr gute Wahl. Mondball, ne? Boah, Mondball. Sehr schön. Noch läuft's. Noch haben wir keine Scheiße bekommen. 3 Pokémon bleiben noch aus. Bam, 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 bam. So. Desaster. Es besitzt die Kraft, Naturkatastrophen vorauszuahnen und wird über 100 Jahre alt. Tja, Bobmaker, du bist ein alter Sack. So. Bobmaker. Was zum Teufel schreibe ich da? Der Bobmaker. Schon wieder weiblich. Keine Ahnung warum. Alle Pokémon von mir sind weiblich. So, Bobmaker wird aus der Liste entfernt. Und der nächste in unserem Team wird sein... der Kilo. Kilo, herzlichen Glückwunsch an dich. Wir wollen mal sehen, was du für ein Pokémon wirst, ne? Nidorina. Vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass wir ein... Ja gut, jetzt haben wir Nidoking und Nidoqueen eigentlich. Aber mit Nidorina können wir Attacken lernen, bevor wir es entwickeln, ne? Gut. Werfen wir einen Netzball, das passt zur Farbe. Und wieder weiblich. Logischerweise ist Nidorina, ich weiß. Nidorina sind normalerweise weiblich. Es ist von Natur aus sehr ruhig und umsorgend. Da sein Horn langsam wächst, vermeidet es den Kampf. Ja. Kilo. Kilo. Eine Frau Kilo zu nennen ist zwar nicht immer sehr nett, aber naja. So, Kilo. Du verschwindest aus der Liste und der nächste wird sein, der... Du warst schon. Ich habe vergessen, die Klasse rauszuholen. So. Der nächste wird sein... Silux. Silux. Silux, mal gucken, was du wirst. Ein Geowas. Wir kriegen ziemlich seltsame Pokémon heute, ne? Seltsam. Selbstverständlich muss hier ein Kiloball her. Kiloball, komm. Schwerball. Keine Ahnung, wie ich auf Kiloball komme. Geowas ist also auch in unserem Team. So, 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 Freunde. Das hört sich doch gut an. Wir haben kein Flug-Pokémon. Wir müssen gleich die ganze Strecke erstmal zu Fuß latschen. Shit. Urgestein. Es kann sich in die Luft sprengen, es setzt diese Explosion ein, um von Berg zu springen. Tja. Ich würde mal sagen, Silux, zur Not wirst du ein Märtyrer. Ein richtiger, der sich in die Luft jagt für das ganze Team. Silux. Männlich, ich bin begeistert.
So. Ein Platz ist noch frei, ne? Ein Platz ist noch frei. Wir haben... Ja gut, wir haben Kilo, ne? Kilo kann auch Surfer erlernen, aber keiner kann Fliegen erlernen. Das ist ein bisschen bitter. So, Psylux verschwindet aus der Liste. Und somit kommen wir zu Nummer 44, die nicht mehr existiert. Ich muss nochmal kurz rerollen. Und ich setze mal die Zahl wieder runter. So. 33, es ist XXW01L3XX. Wie zum Teufel soll ich das aussprechen? Ihr müsst euch den Namen gleich mal reinziehen. Keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll, aber egal. Du bist auf jeden Fall unser neues Pokémon. Ein Entei! Wir haben zwar kein Flug-Pokémon, aber naja, gut. Laufen wir halt zu Fuß. Ist ja auch nicht die Welt, ne? Meisterball, ne? Ja, da muss ein Meisterball hin. Da muss ein Meisterball hin. Den müssen wir mit Meisterball fangen. Klasse! Entei wurde gefangen. Somit ist unser Team für dieses Mal vollständig. Weil es hier nicht dabei war, keine Sorge. Es werden alle sterben, wenn wir bei den Top 4 angekommen sind. Darauf könnt ihr euch verlassen. Dieses Pokémon jagt über das Land. Man sagt, in jedem neuen Vulkan wird ein Entei geboren. Möchtest du dem Entei einen Spitznamen geben? Ja, sicherlich will ich das. Ach du Scheiße. Okay, ich packe mir das mal auf den zweiten Bildschirm. Wobei, nein, ich nehme das Spiel auf den zweiten Bildschirm. Also, wir haben ein kleines X, ein großes X, ein großes W, dann Zahlen wie zum Beispiel eine 0, eine 1, dann kommt ein L, dann eine 3, Leute, was? Warum? Weule. Ich sag einfach Weule. Oh, Weule. So, Weule, herzlich willkommen im Team. Ich hoffe, ich habe die richtig geschrieben. Wenn nicht, das ist absolut nicht mein Fehler. Absolut. Okay. Unser Team ist vollständig. Ich werde es jetzt trainieren. Wir haben leider keinen Surfer. Und wir müssen uns die Tage auf jeden Fall um Kilo kümmern, dass er sich auch entwickelt. Wir können jetzt gemeinsam gerne nochmal kurz gucken, wie Nidorina ihre Fähigkeiten lernt, wann wir sie entwickeln. Nidorina. So, Fähigkeiten da. Mit 35 Schmeichler. Mit 35 lernt sie Giftspitzen. Dann Schmeichler mit 43 erst Knirscher. So, wir gehen auf Nidoqueen. Nidoqueen lernt mit 35 Body Slam. Und mit 43 Erdkräfte. Also ich habe so das Gefühl, es wäre logischer, sie jetzt zu entwickeln. Definitiv. Gut. Das heißt, ich werde sie entwickeln oder ich werde den Mondstein organisieren und wir entwickeln sie dann. Ne, ich werde sie entwickeln. Ich werde sie jetzt entwickeln müssen. Wir haben auch keinen Mondstein mehr, ne? Ich werde sie jetzt selbst entwickeln, offscreen, und dann ist sie morgen zu Nidoqueen entwickelt oder er. Kilo ist dann Nidoqueen. Und ich freue mich drauf. Haut rein, euer Zero. Tschüss.